Am Sonntag um 14 Uhr steht für den 1. FC Saarbrücken das erste Spiel der Rückrunde auf dem Programm. Am Bornheimer Hang trifft das Kwasniok-Team auf den Mitaufsteiger aus Lübeck. Wir konnten nach dem Abschlusstraining mit zwei Neuzugängen sprechen, und zwar Julian Günther Schmidt und Yannick Theissen. Ja, ich bin ja relativ früh noch in der Transferphase hierher gekommen, deswegen auch gleich die erste längere Auswärtsfahrt gegen Meppen und Magdeburg mitmachen können. Durfte auch gleich zweimal spielen. Ich glaube, gegen Meppen wissen wir alle, dass das jetzt nicht unsere beste Leistung war. Gegen Magdeburg dann durfte ich den ersten Sieg miterleben, was uns, glaube ich, allen enorm gut tat. Vor allem, weil man es mitbekommen hat, auch jetzt, wenn man die Spiele davor nicht mitgemacht hat, aber jetzt auch länger auf den Sieg warten musste, war das gegen Magdeburg dann schon, ja, tat enorm gut. Und man hat es dann auch in der Mannschaft gemerkt und, glaube ich, auch im Feld gesehen, als das Spiel abgepfiffen wurde, dass ja, es sehr erleichternd war, endlich wieder gewonnen zu haben. Und ja, wir jetzt auch auf jeden Fall auch die nächsten Spiele, gerade morgen gegen Lübeck, ja, da anknüpfen wollen. Was erwartest du denn morgen vom Spiel? Das sind ja ähnliche Gegner gewesen, oder? Ja, Lübeck, klar, von der Tabelle her ist Lübeck Tabellenletzter. Nichtsdestotrotz denke ich, dass man in der Liga sieht, dass jeder gegen jeden gewinnen kann. Ich denke, es wird ein enorm intensives Spiel. Ich weiß nicht, wie der Platz in Frankfurt ist. Ich habe da noch nie gespielt. Habe jetzt nicht so Gutes darüber gehört, aber ja, es wird wahrscheinlich regnen. Dementsprechend wird es ein intensives und kampfbetontes Spiel. Aber ich denke, das war es gegen Magdeburg auch schon. Da hat die Mannschaft dann sich dagegen gestemmt und auch die drei Punkte mitgenommen. Und das ist auch morgen unser Ziel. Du kanntest den Trainer, aber die Mannschaft nicht. Hat dir das trotzdem etwas geholfen, den Trainer zu kennen? Ich denke, es hilft jedem Spieler, wenn er einen Verein wechselt, wenn man den Trainer kennt. Das ist ja ganz oft der Fall, glaube ich, im Fußball. Dass man, wenn man sich entscheidet, den Verein zu wechseln, dass es ein paar Unbekannte gibt, ein paar unbekannte Stellen. Aber da hilft das natürlich dann schon ein bisschen, wenn man auch ein paar bekannte Aspekte kennt. Und als Spieler, wenn man weiß, wie der Trainer tickt, wie der Trainer Fußball spielen lassen will, dann hilft das natürlich bei der Entscheidungsfindung. Zur Mannschaft kann ich jetzt nicht so viele, muss ich zugeben vorher, aber sie haben es mir leicht gemacht, haben mich gut aufgenommen und ja, dementsprechend passt das bis jetzt. Yannick Theissen war bereits im Spätsommer als Testspieler beim FCS. War im Sommer schon mal kurz hier, im Spätsommer, aber dann hat es nicht ganz richtig geklappt. Woran hat es gelegen? Genau, ja, wir sind uns nicht ganz einig geworden. Ja, weil es einfach eine schwierige Situation war im Sommer, hatte dann noch ein Angebot von der Schalke U23 und genau, hier in Saarbrücken war das auch alles nicht ganz so einfach und dann habe ich mich dafür entschieden, erstmal nochmal in die U23 zu wechseln, sind aber die ganze Zeit im Austausch geblieben und habe mich dann jetzt entschieden, im Winter hierher zu kommen und bin sehr froh, dass es geklappt hat. Da ist der Wettbewerb ist doch ziemlich groß, ne? Mhm. Wie gehst du damit um? Ja, jetzt klar, ich bin hier hingekommen und erstmal als Nummer 2 als Herausforderer, nehme die Rolle auch an. Aber bin natürlich auch hier hingekommen, um auf Strecke dann noch meine Einsätze in der dritten Liga zu bekommen. Ja, bin da zuversichtlich, dass das in der Zukunft dann auch klappen wird. Und genau, nehme die Aufgabe so an, wie sie jetzt im Moment ist. Ein halbes Jahr später bist du wieder da gewesen. Hat sich das Team verändert? Das hast du ja kurz kennengelernt damals. Ja, also im Großen und Ganzen finde ich, ist das eine tolle Mannschaft. Bin sehr froh, jetzt ein Teil davon zu sein. Und ja, ich glaube, dass die Mannschaft sich noch mal einen Schritt weiterentwickelt hat. Auch jetzt nach der Negativserie dann jetzt wieder zurückgekommen ist. Ich glaube, dass wir jetzt viele Erfolge auch wieder einfahren können. Und aber im Sommer bin ich auf eine funktionierende Mannschaft getroffen und das ist jetzt im Winter genau dasselbe. Ist der Bezug zu Schalke auch noch da? Ja, ich meine, ich war nur 4 Monate auf Schalke, war eine sehr schöne und lehrreiche Zeit und bin ja, den Schalkern auch dankbar, dass sie mir das jetzt ermöglicht haben, da ich jetzt hier den Schritt in die dritte Liga machen können. Die mussten da natürlich auch ihr Okay für geben und haben mir da keine Steine in den Weg gelegt. Deswegen bin ich denen sehr dankbar für die 4 Monate. Aber genau, freue mich umso mehr, dass es jetzt endlich geklappt hat, hier nach Saarbrücken zu kommen.